Gleich geht's los. Eine neue Folge von Stars von Morgen. Freuen Sie sich auf vier junge Künstler hier in der Kulturbrauerei in Berlin. Neben einem Tenor und einer Pianistin sind zwei Musiker meine Gäste, die man sonst nicht so oft als Solisten hört. Ein Kontrabassist und ein Schlagzeuger. Als unsere Experte haben wir heute den großartigen Tenor René Collo dabei. Wir haben viel vor. Also, auf die Plätze. Fertig? Los! Am Pult steht Patrick Lange und dirigiert die junge Symphonie Berlin. Hey. Patrick, heute haben wir einen Tenor, eine Pianistin, einen Kontrabassisten und einen Schlagzeuger zu Gast. Als Dirigent kennst du ungefähr alle Instrumente. Hast du zu einem eine besondere Beziehung? Ich glaube, ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Irgendwie habe ich sie doch alle lieb. Oder? Ah. Bravo! Ich als Sänger bin mein eigenes Instrument und ich freue mich, dass wir heute jemanden hier haben, dem es genauso geht. Begrüßen Sie mit mir den Tenor René Collo! Klassikkarrieren in Europa unterscheiden sich von Karrieren in anderen Erdteilen, wie zum Beispiel Südamerika. Hier in Europa ist klassische Musik Teil der bürgerlichen Kultur. In Venezuela hilft sie bei der Lösung sozialer Probleme im Land. Und daher kommt unser nächster Star von morgen, Erickson Ruiz. Erickson Ruiz war das jüngste Mitglied aller Zeiten bei den Berliner Philharmonikern. Seine Laufbahn begann in Venezuela im Orchesterprojekt El Sistema. Davor habe ich Keramik, Karate gemacht, bisschen Chor und Blockflöte, ganz wenig. Und plötzlich soll ich in diesen jungen Orchester reinkommen, weil meine Mama sich gedacht hat, ne, der muss irgendwas anders machen. Und mir wurde die Bratsche gegeben, aber ich fand das gar nicht lustig. Und dann der Bass, wo ich gesagt habe, das möchte ich spielen, ich kann neben ihnen stehen, so ganz locker. Früher, meine Nachbarn, die haben gern zugehört, so gegen 22 Uhr, manchmal 23 Uhr. Und jetzt meine Berliner Nachbarn, die klopfen an der Heizung. Ich verstehe sie vollkommen, meine, der Bass ist nicht das schönste Instrument für jeden. Für mich ja, aber nicht für jeden. Thank you.
Wir kennen uns seit 2002 hier in Berlin. Ein wunderschönes Instrument. Wie schwierig ist es, vom Orchestermusiker zum Solisten zu wechseln? Nun, man muss mindestens 5 Stunden täglich üben und etwas Talent haben. Etwas? Viel Talent. Gute Nerven, um auf der Bühne zurechtzukommen, falls etwas passiert. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Es hat Ohrringe, Blumen in jedem Ohr. Es hat die Kurven einer Frau. Kurven. Und Lederhosen. Lederhosen. Und es ist auf die hohen Töne spezialisiert. Aber sie ist sehr gut in den hohen Lagen. Andere Kontrabässe sind oft taub, wenn es um die hohen Töne geht. Das sind die Männer, die Machos. Letzte Frage. Haben Musiker es heute leichter oder schwerer als vor 20 Jahren? Ach, das ist verschieden. Ich würde sagen, Instrumentalisten werden es sicherlich leichter haben. Gesangsleute haben es vielleicht ein bisschen schwieriger als früher. Warum? Weil das Ensembletheater fehlt für Sänger. Ensembletheater ist, dass sie innerhalb von 20, 30 Jahren langsam, Stufe für Stufe, sich ersingen quasi, in einer Familie. Also das hat sich sehr verschoben zu einem Stagione-Theater, also einem Star-Theater. Ein Talent leichter für Instrument, schwieriger für... Ein Talent hat immer, kommt immer durch und ein Talent hat immer Erfolg. Jawohl, wunderbar. Ja. Vielen Dank. Und danke an Patrick Lange und die Junge Sinfonie Berlin. Ihr werdet jetzt noch das Finale aus Mendelssohns 4. Sinfonie spielen und ich verabschiede mich und sage bis nächstes Mal. Maestro Lange, bitteschön.